Herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus. In der letzten Folge haben wir ja die Leute befreit. Genau, den haben wir diesen Schlüsselmeister befreit, haben den Schlüssel angefertigt und haben ihm Bescheid gegeben, dass wir jetzt, glaube ich, zum Auto gehen. Dann gehen wir da mal kurz hin. Okay, die sind alle essen. Gucken wir mal, der schon beim Auto ist. Oder ob das was anderes war. Wir gehen mal zum Auto. Da bist du ja schon. Okay, gut. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. So, gleich ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich zwar so ein Zwischending machen könnte, aber mir dann hier zwischen ja die Aufnahmen ich keine Ton und keine Stimme mehr hatte und dadurch hatte ich ja zwei Aufnahmen gehabt, die nicht funktionieren, wo ich ein bisschen ahnungslos durch die Gegend gegangen bin, etwas ausprobiert habe. Genau, und das überspringe ich jetzt einfach und werde jetzt in die zwei Folgen danach gehen, wo wo wir etwas gemacht haben. Genau. Also, wir sehen uns dann die Folge an und dann werde ich einfach nach dieser Exception, die am Ende kommt, werdet ihr dann sehen, werde ich dann noch weitermachen. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus. In der letzten Folge haben wir das Auto gefunden, wir haben eine Hake gefunden, sind also zumindest aus dem hier rausgekommen, haben also diesen komischen Typen, der da aufgepasst hat, hier am Auto, ach, genau, haben wir dann abgelenkt. Dadurch konnten wir nach oben und den Typen. Ich hoffe mal, dass wir immer nach oben können nochmal. Muss ich ihn nochmal ablenken, weil ich unbedingt das Buch gern hätte. Oh, da steht. Okay, ich muss nochmal das einmal zerdeppern und dann können wir das. Das Comic holen, genau. Oh. So, wir wollten ja nach oben. Noch mehr nach oben. Genau, hier wollten wir hin. Wollen wir mal kurz gucken, ob der mittlerweile auf der Toilette raus ist. Puh, seine Blase ist aber auch voll. Muss ich schon sagen. Wir müssen ja noch weiter nach oben, glaube ich. Ja. Ja. Genau, dann müssen wir hier lang. Und dann nehmen wir das Comic mit. Genau, jetzt können wir mal das benutzen. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen radioaktives Urzeitlaub. Ah, gut. Captain Unbrauchbar hat für jede Tür den passenden Schlüssel. Leider hat er selten die Zeit, alle durchzuprobieren. Kann vorkommen. In diesem Bild ist das Honkmobil stehen geblieben. Captain Unbrauchbar lässt nützlich Boy schieben. Das ist gut. In diesem Bild bekommt Captain Unbrauchbar eine weitere Und Superfähigkeit. welche? Er kann jetzt Schrauben auch im Uhrzeigersinn aufdrehen. Wow, das ist eine coole Sache. Captain Unbrauchbar hat ein spezielles Kaugummi, das er auch unter Wasser kauen kann.
Das Honkmobil hat 6 Ersatzreifen. 2 für jedes Rad. Also hat das Rad 3 Räder. Interessant. In diesem Bild bestellt sich Captain Unbrauchbar einen Martini. Weder geschüttelt noch gerührt. Sondern gar nichts. Captain Unbrauchbar hat einen speziellen Spender für Pappbecher am Gürtel. Wenn man das Wasser aus dem Bosanko-Becher trinkt, schmeckt es etwas besser. Ist nur die Frage, was ist Bosanko? Captain Unbrauchbar kann seine eigene Unterschrift fälschen. Das gelingt sonst niemandem. Wow, das ist cool. Ist ja fast schon wie Chuck Norris, nur im Schlecht. Feind, Captain Unbrauchbars Psychiater. Mhm. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar die Nase vom Vegetabler. In diesem Bild sagt Captain Unbrauchbar, wo wir hingehen, brauchen wir keine Kleiderbügel. In diesem Bild lackiert sich Nützlich Boy die Zehennägel mit unsichtbarer Tinte. Also fällt mir jetzt auf, dass Ednas Mund da oben. Hm. So eine Schnute. Auf diesem. Irgendwas mit auf eine Tür. Captain Unbrauchbar, das gelingt sonst. Captain Unbrauchbar. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen den Senflöten. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar. Aus Killertomaten. Ach, das kommt mir bekannt vor. Nein, Edna, aufhören! Du darfst Captain Unbrauchbars Abenteuer nicht zerschnipseln. Das wäre respektlos. Respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Captain Unbrauchbar kann sich leider nur in Telefonzellen mit Münztelefon umziehen. Aha. Wo Captain Unbrauchbar hinschlägt, da passt kein Strohhalm mehr dazwischen. Captain Unbrauchbar isst Cornflakes nur mit warmer Milch und Zucker. Hm, ganz der Gegenteil zu den meisten anderen, die nur mit Köttermilch. Captain Unbrauchbar hat keine Polizeimarke. Er arbeitet auf 400-Euro-Basis für Greenpeace. Ah. Auf diesem Bild schmiert Nützlich Boy Todesbrote für die Mittagspause. Was für Brote? Warte nochmal. Auf diesem Bild schmiert Nützlich Boy Todesbrote für die Mittagspause. Hier steht nur Brote. Rote. In diesem Bild spricht Captain Unbrauchbar zu den Höhlenmenschen. Nein, meine haarigen Freunde. Das? Warum eine Gabel? In diesem Bild verbrennt sich Captain Unbrauchbar die Finger an einem Todestoaster. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. Verrat mir das Ende nicht. Stuhlbein Noah hat keine Chance gegen Captain Unbrauchbar. Die Frage, warum heißt Unbrauchbar? Captain Unbrauchbar hat auch eine besondere Fußnagelfähigkeit. Er kann damit Tischdecken besticken. Oh, das ist ja cool. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Aha, warum sagst du Respekt? Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Was für ein Ding. Ja, völliger Fehler. Naja. Ob mal Dr. Marcel hier schon drin war und das gemerkt hat, oder? Oder ist er noch am Essen? Keine Ahnung. Naja, gut, dann gehen wir mal runter jetzt. Ein bisschen Chaos in der Cafeteria, weil jetzt denke ich, dass es funktioniert, weil wir haben einfach nur nicht den Trigger ausgelöst, dass wir die Essensschlacht anfangen können, weil wir nicht deren Hilfe brauchen. Ich riskiere.
Da gehe ich erst wieder. Gucken wir mal kurz nochmal auf den Speiseplan, würde ich sagen. Genau. Also Kartoffeln für den Bienenmann, der das auf das Hähnchen machen kann und dann so. Okay, wir bleiben, glaube ich, dabei. Glaube ich, wichtig. Benutze den Wagen. Das könnt ihr. Ja, nicht so laut, Edna. Hey! Ich hab, unser Fluchtwagen steht in einer... Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen... Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen. Ich ver... Na komm, ganz. Essensschlacht! Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Ich gehe mal die Schlacht mal angucken, wenn ich darf. Mal interessiert mich auch. Ich gehe da lieber nicht mehr da drinnen. Ich will es ja sehen. Ach man. Ach, warte, warte. Kann sie nicht reingehen. Schaue dir. Kann nicht. Man muss ich es glauben. Respekt. Seid ihr bereit? Klar, hast du den Ersatz? Nicht ganz, aber als Provision. Seid ihr bereit? Unser Job. Wir warten jetzt nur noch auf. Da bin ich wieder. Was unter. Ich glaube, da brauchen wir jemanden. Ich mach mit das. Kann ich hier durch, bitte? Gang. Oh, oh. Hallo? Ich suche lieber einen anderen. Muss ich ihn wieder ablenken und danach umzukommen und ihn zu suchen? Oder wie ist das jetzt gemeint? Ich gehe da drin. Da muss ich, glaube ich, nach oben. Irgendwo den dann suchen. Naja. Gehen wir hinter das Haus. Was brauchen wir jetzt? Da braucht man den das aber. Ich frage mir noch, was man mit dem Zen-Garten machen muss. Ich will hier raus. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das scheint. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ich lasse es aber mal. Siehst du das? Oder seht ihr das? So, Spiele. Ich kann dunkler machen, wie die Unendlichkeit. Ich hab Bug gefunden. So. Genau, jetzt muss ich diesen komischen Typen ablenken, indem ich das Ding zerdeppere. Nee, nicht was Haus, ich richte. Moment, da. Oh, oh. Och, dieses Gekreisch, Mann.
Wer war das? Wer war das? Ich weiß nicht. Na, geh mal bitte hier hoch. Dankeschön. Ja, Edna. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, immer noch am Ausbrechen? Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Dann gehe ich mir die Etage ein bisschen lang gucken. Gucken, ob wir was von Adrian stipizieren können. Nee. Nein, der Kugelschreiber ist... Daher haben doch diese ganzen Generalschlüssel. Okay. Das ist einfach von irgendeinem Vorgänger von uns, dass ich jetzt verstehe, heute das Kunstwerk ein bisschen. Du kannst gerne den Schlüssel haben, bringt dir eh nichts. Hier war die Toilette. Da kann ich den Stockwerk nicht mehr machen, genau. Da muss ich mal einen anderen Stockwerk, also, weil wir brauchen einen. Dinger muss ich noch irgendwie ablenken. Ja, geht mal runter. Weil der andere ist ja, alle anderen sind in der Essensschlacht verwickelt. Schätze ich mal einfach mal so. Ohne zu viel zu falsch zu denken, genau. Ja. Jetzt gehen wir mal den Alu-Mann zurück zur Garage. Geben ihm diese beiden, Nanu? Ist der Alu-Mann noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und... Hey, Alu! Was ist... Warum? Ich war kurz da und hab die Batterie ist hier. Und du kannst gar nicht... Das habe ich nicht. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie... Super! Ich werde sie mit Pose... Ach so. Du musst Zuversicht haben. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige... Gibt es denn keinen anderen... ...positive Energie... Es ist die Zukunft, die du siehst. Schönes Plätzchen hast du dir. Ja. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich. Aber heute klar. Die Steine schwingen nicht. Kann ich irgend... Wenn du es schaffst, dass die Steine... Dann kann ich mich... Was auch immer. Können wir... Bring die Steine in... Sie müssen... Na, nicht... Können wir den... Bring die Steine in die... Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen... Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was... Nicht. Ich gehe da... Bis später. Das scheint mir noch nicht... das scheint mir noch...
das... Hey, Alu. Ah. Worauf? Um den Mut. Leider schwingen die Steine nicht im Einklang. Sacre bleu. Können wir... Bring die Steine... Na, nicht. Ich habe... Netter, aber ich ernähre mich ausschließlich und um den Motor wieder zu... Puh. Bis später. Fehlt dir irgendwie ein Stein oder so? Keine Ahnung. Ach so, vielleicht so, so. Das scheint... Gute Idee, Nanu. Hab grad keine Ahnung. So, Moment. Ich habe eine Idee. Glaube ich. Wir hatten doch, der Alumann hatte doch gerade irgendwas gemacht gehabt, oder? Warte mal. Der Alumann hat doch irgendwie die Energie gesucht. Erinnere ich mich da noch dran. Also müssen wir mal kurz nach oben. Und vielleicht kann man irgendwas, vielleicht. Der hat doch irgendwie an dem Fernseher gehangen und hat da irgendwie in irgendwas gemacht, oder? Ich dachte, er macht einfach nur so, aber vielleicht hilft das ja. Geht mal vor mit dem Fernseher. Puh. Irgendwie ein Zeichen. Tak, 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 tak. Also wie so ein. Zwei nach oben, drei nach oben und dann zwei runter. Wie so ein. Wie so eine verkehrt rum 1. Okay. Eine verkehrt rum 1. Okay. Vielleicht hilft das. Also zumindest 5 Steine und wir haben nur 5 Steine. Ah. Mal sehen. Einmal probieren. Tak, tak, also.
War doch so. Das. Warte, ganz unten vielleicht. So, drei nach oben. Zwei nach unten. Ich hab noch eine Idee. Wie war doch irgendwie so, oder? Irgendwie so war das. Jetzt haben wir eine Exception. Naja, gut. Damit mit dieser Exception verabschiede ich mich irgendwie. Mal gucken, was sagt das Programm? Was ist unser Fehler? Ja, gut, wir haben 23:23 Uhr. Workable Area Map. Wir haben keinen Weg gefunden. Wir wollten irgendwo hingehen und wir konnten das nicht. Genau, dadurch haben wir eine Exception. In Ordnung. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, ich verabschiede mich von dieser Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.